Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute haben wir für euch das Lenovo ThinkBook 14 der vierten Generation. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit Netzkabel sowie die üblichen Papierbeilagen. Anders als von Lenovos ThinkPad-Reihe gewohnt, kommt das ThinkBook in Silber- und Graustufen daher. Das Gehäuse besteht dabei, abgesehen vom Displayrahmen aus Kunststoff, vollständig aus Aluminium. Dadurch wirkt das ThinkBook hochwertig und ist stabil. Über das verbaute durchgängige Scharnier lässt sich der Deckel um bis zu 180 Grad aufklappen. In puncto Gewicht ist das Notebook mit 1,4 Kilogramm schön leicht und lässt sich auch dank der Höhe von 1,8 Zentimetern gut transportieren. Das 14 Zoll große IPS-Display löst in Full HD mit 1920x1080 Pixeln auf. Über dem Display ist die 1080p Webcam samt Mikrofon verbaut. Diese lässt sich mit dem Lenovo-typischen Think-Shutter, einer Schiebeabdeckung, verdecken. Auf der Basiseinheit sehen wir das Touchpad und die Tastatur samt Hintergrundbeleuchtung. Rechts über der Tastatur finden wir den Power-Button mit integriertem Fingerabdruckscanner. Auf der rechten Seite des Notebooks befinden sich der Anschluss für ein Kensington-Schloss, ein LAN-Port, ein USB-A 3.2-Port sowie ein vollwertiger SD-Kartenleser. Demgegenüber sehen wir einen USB-C 3.2 sowie einen USB-C 4.0-Port inklusive Thunderbolt 4, die beide Power Delivery und DisplayPort unterstützen. Außerdem finden wir einen HDMI-Anschluss, einen USB-A 3.2-Port sowie die Audiobuchse. Die Lautsprecher befinden sich auf der Unterseite vorne rechts und links. Das war's auch schon mit unserem Unboxing. Genauere Infos zum Lenovo ThinkBook 14 der vierten Generation gibt's wie immer in unserem Testbericht. Wir freuen uns auf euch!